Hey, was geht ab, Leute? Hier ist wieder Tim, dein Coach auf YouTube. Und in der letzten Folge ging es ja darum, wir haben zusammen herausgefunden, was sind deine Ziele, wo möchtest du hin in 10 Jahren, was ist deine Zielsetzung. Und ich habe dir gesagt, heute geht es darum, wie man sich die Ziele richtig setzt. Und was ich dir heute vor allem erklären möchte, ist, wie du ein Ziel setzen kannst, es erreichen kannst und das ohne permanent gestresst zu sein. Das Problem bei dem Zielsetzen ist nämlich, dass man sich ein Ziel setzt und es liegt 10 Jahre in der Zukunft und man hat ständig den Kopf voll mit den Gedanken, wie komme ich jetzt hin, wie mache ich das jetzt, ich bin noch so weit entfernt, ich könnte jetzt schon wieder was machen dafür, warum mache ich gar nichts dafür, oh mein Gott, ich muss das machen. Und dadurch, dass man sich mit Gedanken und mit Stress überhäuft, ja, Stress entsteht, wenn wir hier sind und dahin wollen, die Lücke dazwischen verursacht den Stress, ja. Wenn wir damit voll sind und wenn wir uns dadurch Stress machen, dann funktioniert es nicht. Dann sind wir nicht mehr handlungsfähig. Wenn du extrem gestresst bist, ja, bist du schlechter handlungsfähig, als wenn du entspannt bist und aus der Entspannung deine Handlungen entstehen. Deswegen geht es jetzt darum, wie du ein Ziel effektiv setzen kannst und dann ohne Stress daran arbeiten kannst. So, nehmen wir mal an als Beispiel, du hast dir in der letzten Übung aufgeschrieben, dass du in 10 Jahren in der Lage sein möchtest, als Beispiel, ja, 5.000 Euro im Monat brutto zu verdienen, ja? Okay, so, jetzt muss man sich überlegen, das ist das Ziel, super, da will ich hin, erster Schritt getan. Wie komme ich dahin, ja, was mache ich jetzt? Jetzt geht es darum, Schritte zu finden, die dich da hinbringen. Zum Beispiel könnte ein Schritt sein. Und jetzt kommt das Entscheidende. Denke in wirklich kleinen Schritten, wenn du eine Planung machst. Ja? Denke in kleinen Schritten, in Schritten, die für dich auch ausführbar wirken. Wenn nämlich jetzt dein nächster Schritt ist, einen Job finden, in dem man 5.000 Euro verdienen kann, dann wirkt das wie ein Schritt, den du überhaupt nicht machen kannst, weil du kannst ihn einfach so wie auf Fingerschnips den Job finden, bei dem du 5.000 Euro machen kannst. Das geht halt nicht. Deswegen wäre zum Beispiel der nächste logische Schritt herausfinden, welche Jobs oder Möglichkeiten es gibt, wie man 5.000 Euro machen kann. Ja? Nochmal kleiner, ins Internet gehen, googeln. Ja? Googeln nach Beschreibung von Jobs, wo auch meistens eine Gehaltsaussicht dabei steht. Ja? Google das. Ja, das ist ein Schritt, den kannst du machen. Du kannst ins Internet gehen, das können wir alle, googelst das und guckst nach. Das ist zum Beispiel der nächste logische Schritt. Dann guckst du, oh, welche Jobs gibt es denn da? Welche Möglichkeiten gibt es denn da? Und welche Möglichkeiten passen denn mit mir als Person? Aber was kann ich mir denn vorstellen, ja? Was entspricht denn meiner Möglichkeit? Oder du hast bereits einen Job und guckst, was sind denn für Nebenverdienstmöglichkeiten? Was gibt es da? Zum Beispiel mit dem Internet gibt es ja viele neue Möglichkeiten. Was könnte es da geben, was mich persönlich interessiert? Google es, ja? Nutze das Internet, nutze Google, nutze Freunde, die du kennst. Das wäre zum Beispiel ein nächster Schritt. Und es ist wichtig, dass du Schritte auf dem Weg zu deinem Ziel aufbrichst in kleinere Schritte. Wenn mein Ziel ist, ein Meditationsmeister zu sein in 10 Jahren und mein nächster Schritt ist, keine Ahnung, während der nächsten Meditation keine Gedanken mehr zu haben, dann wird das nicht funktionieren. Ja? Der nächste Schritt sollte sein, mir 10 Minuten Zeit freizuräumen am Tag, um meditieren zu können und nicht mal 10 Minuten am Tag freizuräumen Zeit die nächsten 3 Jahre, sondern heute 10 Minuten Zeit mir freiräumen. Das ist der nächste Schritt, ein kleiner Schritt, ein machbarer Schritt. Was ich damit sagen will, Stress entsteht dann, wenn du dir deine Schritte nicht klein genug wählst, wenn du da Riesenschritte wählst, die überhaupt nicht gehbar sind. Du willst ja auch nicht auf die fünfte Leiter Du willst ja auch nicht auf die fünfte Stufe der Leiter steigen, wenn du noch nicht mal auf der ersten stehst. Das macht ja gar keinen Sinn. Stress dich nicht, ja? Mach dir nicht Stress dadurch, dass du dir Ziele setzt oder Zwischenziele setzt, die unerreichbar oder viel zu groß für dich klingen. Konzentriere dich immer nur, und das ist so wichtig, auf den nächsten Schritt. Ich zum Beispiel bin heute rausgegangen und wusste, okay, ich drehe heute Videos A für den Flirt-Profis-Channel, B für meinen eigenen Channel. Das ist der nächste Schritt. Mein 10-Jahres-Ziel ist natürlich, ist was ganz anderes. Ja? Mein 10-Jahres-Ziel ist riesig, aber da gucke ich jetzt nicht hin. Das ist jetzt nicht relevant. Ich kenne mein Ziel und ich gucke es mir regelmäßig an, aber jetzt ist nur relevant, dass ich hier bin und filme. Das ist der nächste kleine Schritt auf dem Weg zum großen Ziel. Mach deine Schritte kleiner. Wenn du ein Ziel hast oder immer schon hattest und du hast es einfach nicht erreicht, dann kann es durchaus sein, dass du viel zu große Schritte hast, denen du einfach nicht gerecht werden konntest. Ich gebe dir ein ganz einfaches Beispiel. Nehmen wir an, du bist ein Fitnesshandler und dein Ziel ist es, 50 Kilo Bizeps-Hanteln, also so zu heben. Ja? Das ist dein Ziel. Dann gehst du doch auch nicht hin
und fängst mit 45 Kilogramm Hanteln an. Weil das geht doch gar nicht. Du hast überhaupt nicht. Das geht doch gar nicht. Es ist doch physikalisch nicht möglich, ja? Es klappt einfach nicht. Sondern du gehst hin und nimmst dir die 5 Kilo Hanteln und springst mit den 5 Kilo Hanteln, bis du die 10 Kilo schaffst, bis du die 15 schaffst. Kleine Schritte auf dem Weg zu deinen 50 Kilo. Du fängst nicht mit 45 an, weil es nicht funktionieren würde. Und weil du dir Stress machen würdest. Du würdest 45 versuchen, es würde nicht funktionieren, weil du es logischerweise nicht schaffen kannst. Und schon wärst du gestresst. Oh nein, wie soll ich da hinkommen zu meinem Ziel? Das klappt einfach nicht, den Schritt, den ich hier mache. Scheiße, scheiße, scheiße. Zurück, nimm das kleinere Ziel. Ja? Was auch immer du dir als dein 10-Jahres-Ziel aufgeschrieben hast, überleg dir, was ist der nächste wirklich gehbare Schritt? Dein 10-Jahres-Ziel ist vielleicht gigantisch. Zum Beispiel, ich möchte ein Schloss besitzen. Was ist der nächste gehbare Schritt? Finde raus, was Schlösser kosten zum Beispiel. Ja, dann kriegst du eine ungefähre Preisvorstellung davon, was kostet ein Schloss. Und dann guck, was sind meine momentanen geldlichen Möglichkeiten. Und dann guck, was gibt es für zum Beispiel Anlageoptionen? Wie kann ich mein Geld vermehren? Wie kann ich in meinem Job aufsteigen, um mehr Geld zu machen, um mir vielleicht mal ein Schloss leisten zu können? Was gibt es für andere Möglichkeiten? Was ist der nächste Schritt? Der nächste Schritt ist meistens, sich Informationen zu suchen. Das ist ein nächster gehbarer Schritt, meistens durch Internet. Ja? Aber mach dir kleine Schritte. Kurz als Zusammenfassung. Du hast dein 10-Jahres-Ziel, ja? Und jetzt mach dir, damit das Ganze auch stressfrei funktioniert. Ja? Stressfrei ist das Wort. Mach dir kleine Zwischenschritte, ja? Was ist der nächste Schritt, den ich in 5 Minuten machen kann? Was kann ich in 5 Minuten machen, um dem Ziel näher zu kommen? Welche kleine Sache? Und was kann ich dann morgen machen? Und übermorgen? Und die nächsten 365 Tage? Und die nächsten 365 Tage mal 10, weil es ja ein 10-Jahres-Ziel ist. Du hast so viel Zeit. 10 Jahre sind so viel Zeit. Du musst dich einfach nur auf das konzentrieren, was du als allernächstes vorhast. Auf einen kleinen nächsten Schritt, ja? Deswegen, jetzt nach diesem Video, wenn das Video zu Ende ist, pack deinen 10-Jahres-Plan aus, wenn du ihn nicht gemacht hast. Ja, wenn das, was ich dir sage, jetzt neu vorkommt, guck dir das Video an von mir, in dem wir dein Traumleben kreieren. Ja, das ist das vorletzte Video vor dem hier. Wir kreieren dein Traumleben, heißt es. Guck es dir an, kreiere dein Traum-Blueprint. Wenn du es schon gemacht hast, dann wirst du nach diesem Video losgehen und wirst den allernächsten kleinen Schritt unternehmen auf dem Weg zu deinem Ziel. Schreib mir gerne in die Kommentare, was du gemacht hast, was du unternommen hast und auch was dein großes Ziel ist. Schreib es mir in die Kommentare, for real. Teil das Video mit allen Leuten, damit auch andere Leute lernen, sich ordentlich Ziele zu setzen und damit die Leute auch mal wirklich die Sachen anpacken können und schaffen können, die sie schaffen wollen. Denn das ist keine Zauberei, das ist Taktik. Ja, das ist Strategie. Ich hoffe, ich konnte dich so ein bisschen aufwecken, dir weiterhelfen, dir erklären, wie du dir Ziele setzen kannst, ohne dich super zu stressen, indem du halt kleine Zwischenziele machst, kleine Zwischenschritte. Was kann ich als nächstes Kleines machen auf dem Weg zu meinem großen Ziel? Danke wirklich fürs Zuhören. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Wir sehen uns höchstwahrscheinlich nächste Woche wieder. Bis dahin, Tim, dein Coach auf YouTube. Ciao.